Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so in ganz weit entfernten Gefilden, ganz im Norden, Cuxhaven, Dunen, glaube ich, heißt das. Und heute mal auf dem Camping Seelust. Dachte ich mir gleich, vielleicht ist der Name Programm. Gucken wir, ob es so ist. Attacke, auf geht's. Psch. So, also pass auf, ganz entspannt von Anfang an. Ich bin noch ein bisschen angekratzt mit meiner Stimme. Ich hatte letztens einen Webinartag, habe ich den ganzen Tag erzählt. Ist ja nicht so, dass ich das normalerweise sonst auch mache. Aber jetzt sind wir hier oben in Cuxhaven, Stadtteil, Ortsteil Dunen. Hier reihen sich so ein paar Campingplätze aneinander. Wenn man so auf Google Maps guckt, dann denkt man, das ist ein riesengroßer. Nee, das sind so mehrere kleine, die direkt aneinander sind. Vorteil hier, wir sind directly erste anderthalbte Strandreihe. Das gehört aber jetzt nicht zu dem Campingplatz, aber trotzdem will ich es dir gleich einmal gezeigt haben. Vorher schauen wir aber erstmal über den Platz. Pass auf, als allererstes musst du ja wissen, wo es reingeht. Die Einfahrt, da sage ich jetzt einfach mal, du kommst hier von der Straße an, die ist hier so ein bisschen versteckt, aber das Schild weist dir den Weg. Einfach nach Hotel Seelust Ausschau halten. Haben wir auch so einen schönen 70er Jahre Koffer hingeschmissen, oder? Und das da vorne war früher mal die Zentrale vom, weiß ich auch nicht. Jedenfalls, hier geht's rein, dann fährst du hier so ein bisschen runter und da vorne, da ist dann die Reetze. Die ist schwer zu erkennen, zeige ich dir deswegen. Komm. Ja, ein paar Meter rüber gelatscht oder vorne unten in der Ecke. Da ist so ein Bütchen, da kriegst du auch Brötchen und sowas. Und da sitzt der junge Mann von der Reetze. Kann sich anmelden, abmelden, zahlen. Da kriegst du auch so eine Gästekarte, mit der darfst du dann umsonst an den Strand. Aber da sage ich dir was, wenn ich oben bin am Strand. Also irgendwann, das nehme ich vorweg, eher, reglementieren wir Deutschen uns zu Tode. Sage ich dir jetzt schon. Und ich sage dir noch was, das ist hier so ein bisschen so Dauercampers Paradise. Also du hast hier unfassbar viele Dauercamper. Erstmal gar nicht tragisch. Das führt natürlich zu etwas, nämlich dass du demzufolge etwas weniger Plätze für Touristencamper hast. Musst du also Glück haben. Wir hatten Glück, es war noch was frei, sind wir hergefahren. Ist tatsächlich ganz adrett. Die Lage ist ganz adrett. Aber da sage ich gleich auch noch was zu. Und die Waschsanitärdinger, die sind auch super. Die gucken wir uns auch gleich an. Komm her, wir gehen mal weiter. So, jetzt bloß auf hier. Parzelle Via. Haben wir uns da so hingestellt, so mehr aufs Eck. Und da hinten bei den Bäumen, das ist auch schon wieder Ende, dahinter stand schon wieder der nächste Platz. Also das ist das, was ich eben sagte, von oben sieht aus wie Union Lido, ist es aber gar nicht. Und gefühlt sind die meisten, die hier stehen, natürlich Dauercamper. Du erkennst es an diesen, ich sag mal schon, unwettererprobten Aufbauten. Was ich ganz schick finde, ist, ich nehme dich mal ein bisschen mit. Pass auf, das ist super. Ohne dass ich jetzt hier groß die Menschen filme. Da vorne hat es nochmal so einen Bereich für so Bulli und Zelte und so. Ja, also eigentlich ist das hier eine große Wiese mit ein bisschen etwas zu hohem Gras und ein bisschen Platz für Zeug. Aber pass auf, ich gehe hier mal runter und dann zeige ich dir, was ich ganz cool finde. Pass auf. Tatat. Das scheint eine leere Parzelle zu sein. Denkst du dir gerade leer? Nee, da liegen noch Paletten rum und zwar eine recht große. Ist aber gar keine. Das ist, hier stellst du dann den Koffer hin. Joach, also nicht Wohnmobil oder Wohnwagen oder Bus oder was auch immer. Das ist schon ein ganz kleiner alter Tee, schlag mich tot. Zeige ich dir aber nicht, dann ist das Nummernschild ja zu sehen. Und dann hast du hier den Bereich fürs Vorzelt. Jetzt weiß ich nicht, ob das deswegen ist, weil das hier regelmäßig überflutet wird. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ist ja ein Deich. Ja, und Regen, ja Gott. Na jedenfalls, aber das finde ich ganz cool. Ja, dann hat man nämlich nicht diese ganze Gülle immer an den Füßen, namens Sand. Das finde ich schön. Platz ist relativ klein und trotzdem hat er relativ große Sanitärörtlichkeiten. Die musst du gesehen haben. Auf geht's. Also was mir hier natürlich noch auffällt, ist auch wichtig. Also, du siehst so Stromkästen, Wasser, das ist so über den ganzen Platz verteilt. Das ist tatsächlich ganz cool. Hier ist auch schon wieder ein Wasseranschluss. Da musst du nicht so unendlich weit rennen und auch mit dem Stromkabel kommst du tatsächlich hin. Das bemeckere ich ja manchmal, weil mich das echt nervt, wenn der Stromkasten so 1000 Meter entfernt ist. Kommst du ja nicht hin mit einem kurzen Kabel. Hier, easy beasy. Komm, wir gehen weiter zu den Sunnies. So, Sunnies. Bin in diesem formschönen Versicherungshauptquartiergebäude. Unten in den Keller. Aber ich sag dir, wirklich gut. Pass auf, wir rennen da mal runter. Tak, 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 haben auch wieder ein bisschen Glück, dass der erste Eingang direkt für die Herren ist. Hier hast du noch mal ein bisschen Möglichkeit, Wasser zu haben. Und hier drinnen findest du dann übrigens auch Chemietoilettenausguss.
Abwaschmöglichkeit. Also auch zeige ich dir. Guck, hier kannst du abwaschen. Das ist auch lustig, oder? Kannst du noch einen Baum, ein Buch mitnehmen. Der Maulbeerbaum von Uta Danella, whatever. Und hier dann auch der Bereich zum Gesicht und Zähne und was man so macht. Und das in ganz schön großer Stückzahl. Was mich gerade ein bisschen wundert ist, aber vielleicht ist das hier in Niedersachsen anders, dass es hier Corona-bedingt nicht irgendwie jedes zweite abgetrennt hat. Das war auf den anderen Plätzen, auf denen ich war, immer so, aber man weiß es nicht. Das ist ja Ländersache. Ja, da macht ja jeder, wie er lustig ist. Zum einen, aber du siehst, groß und schön. Und auch recht sauber. Na gut, da liegen so ein Papierdinger rum, da hat einer hingeschmissen. Jetzt gehen wir weiter, pass auf, ich filme nach unten. So, direkt ein bisschen weiter gerannt, dann kommst du zu den Lokussen. Pass auf. So, auch sauber. Und in großer Stückzahl. Guck, so viele, die irritiert sind. So, und dann hast du, wenn du reinkommst, rechts, hast du dann auch gleich die Duschen. Guck ich auch mal rein. Und zwar hier mit richtig Duschkopf, mit richtig Druck drauf, mit Ablage und mit relativ tiefer Abtrennung, dass die Klamotten hier trocken bleiben. Habe ich schon getestet, super. Und auch wohltemperierbar. Und wenn du dir dennoch die Frage stellst, wo mache ich denn die Chemietoilette hin? Guck mal, das ist der Eingang. Hier. Da hätte ich vielleicht in den extra Raum gemacht. Das ist ja bei den Duschen jetzt eher. Ah ne, das sind die Klos. Bei den Klos ein bisschen komisch, oder? Naja gut, komm weiter. So, was bleibt festzuhalten? Komm mal runter den Lappen. Viel super. Viel Stück. Ja, also viel Duschen, viel Klos. Sauber war es. Es ist jetzt früh morgens. Es ist ja Haupt, ich sag mal, Sanitärbenutzungszeit. Das Einzige ist, dass das mit dem Abguss für das Chemieklo, das ist da auch so. Ja gut, aber ist ja eigentlich auch total wuppe, weil ist ja alles das Gleiche, was wir da reinkippen, oder? Aber das Haus, das muss ich dir nochmal zeigen, das ist echt schön. Oh, super, tolles Haus. Dann bin ich mal ganz tollkühn zur Rätsel gehupscht. Ich bin noch nicht drin, keine Sorge, deswegen den Lappen noch nicht auf. So, da ist Rätselbereich, da ist gerade ein Gast drin. Und hier hast du, naja, so ein Mini-Kiosk. Kriegst ein paar Zeitungen. Hier kriegst du Informationsmaterial über diese wunderbare Gegend, die ich dir ja gleich auch noch zeige. Deswegen musst du dringend dranbleiben. Cuxhaven, da war ich als Einjähriger mal, hat mein Papa mir erzählt. Kann mich nicht dran erinnern. Aber mutmaßlich sah es damals schon so aus wie heute, war ein Kind der 70er. Verstehst du? So, pass auf, jetzt frage ich noch mal ganz kurz zwei, drei Infos, die ich noch wissen muss, um sie dir geben zu können. Und dann hüpfen wir mal vor zum Highlight dieser ganzen Camping-Sache hier. Einverstanden? So, investigativer, so ist das Wort, Journalismus. Ja, wir machen uns nichts vor. Jetzt habe ich den jungen Mann da gerade mal drinnen gefragt. Ich filme mal nach vorne, dass ich die Menschen hinter mir nicht mit dem Bild habe. 100 paar zerquetschte Plätze und davon etwas mehr als die Hälfte Dauer. Also 100 paar zerquetschte, dafür mehr als die Hälfte, dann bleiben irgendwann bei 40, 50 Touristenplätze. Das ist natürlich reduziert, gerade in der Lage, gerade im Sommer. Hier ist natürlich auch alles bumsvoll. Haben wir auch gestern echt Glück gehabt, auch nur für eine Nacht, nur für eine Nacht. Wir ziehen gleich wieder weiter, aber war ja eh der Plan. Und jetzt pass auf, also als Tipp für dich, einfach auf doof herfahren. Also ich will zumindest vorher anrufen, ja, weil sonst, wenn du hier reingefahren bist und dann wieder raus musst, da hast du Spaß in den Backen, es sei denn, du fährst einen kleinen Golf, dann kriegst du das hin. Aber mit einem großen Wohnwagen ist das Wenden hier eher unmöglich bis zu sehr schwer. Das hier ist die, weiß ich nicht, Straße. Ist aber auch egal, weil da vorne, da geht dann schon das mit dem Strand und so los. Und da nehme ich dich mal mit hin. Pass auf, ganz schnell Zeitraffer. Buh! Wenn du hier langläufst, musst du gucken, also beziehungsweise riechen, hier stehen nämlich immer diese Pferdekarren-Kutschendinger, Wattwagen nennt man sie, glaube ich, richtigerweise. Die dann da hinten ist so eine komische Insel und wenn hier Ebbe ist, das sage ich dir gleich, du wirst kaputt lachen, kannst du hier mit so einem Wettwagen da zur Insel Neuwerk kannst du fahren. Jenseits von Hektik und Trubel, also eigentlich genau meins, aber natürlich nicht mit Kunden. Deswegen schon wieder Kacke, habe ich also nicht gemacht.
Und du siehst hier schon unterschiedliche Zeiten, erkläre ich dir gleich. Wenn du in Erdkunde oder was das damals war nicht ordentlich aufgepasst hast, dann pass auf, dann geht's gleich los. Jetzt geht's hier hoch. So, pass auf. Und schon, das war jetzt nicht lange, zwei Minuten oder was, jetzt sind wir auf dem Deich. Pass auf, jetzt zeige ich dir gleich was. In diesen Strandkörben, die sind so alle paar Meter verteilt, da sitzen hier die, ich sag mal so, die Sheriffs, die Strand-Sheriffs. Und die passen auf ganz viele Sachen auf. Zum einen, umsonst darfst du hier nicht rein, musst du was zahlen, sei du wohnst hier. Oder wenn du so eine Gästekarte hast, die kriegst du aber, wenn du auf dem Campingplatz zu Gast bist, dann kannst du hier auch umsonst hoch. Dann gehst du hier runter. Boah, ich bin ganz außer Atem, bin ja gerade ein bisschen gelaufen. Kannst du das Wasser sehen? Ganz weit da hinten. Quasi JWD ist das Wasser. Es gibt ja an der Nordsee gibt's ja Ebbe und Flut. Offenkundig ist das hier gerade Ebbe. Wenn du jetzt also sagst, Schatz, ich kühle mich mal schnell ab, dann kannst du auch gleichzeitig sagen, wir sehen uns in 20 Stunden wieder. Aber wenn du diese 100 Kilometer da vorne hingerannt bist, ich kann jetzt gerade nicht filmen, da sind Menschen, pass auf. Zum einen. Und zum anderen, und das musst du wissen, und das ist totaler Kack hoch 5, hier dürfen Hunde nicht mit hin. Dürfen sie nicht. So gar nicht. Nicht mal auch nur einen Meter. Wenn ich hier weitergehst, da hinten, da wo so diese Häuser und die Fahnen sind, siehst du das? Da ist so ein bisschen Downtown Beach City. Da kriegst du auch übrigens ganz hervorragende Fischbrötchen, Eisdiele, Restaurants, Bars und so. Da kann man sicherlich auch schön ein bisschen Spaß haben. Und dann, wenn du da weitergehst, dann ist das wie folgt. Pass auf, hier oben auf dem Deich, hier darf der Hund. Da hinten ist ungefähr dort, wo da der Zaun ist, ist nochmal ein Weg. Du siehst dieses Gefälle. Das ist unfassbar. Das geht ungefähr so. Und da sind dann Duschen. Da darf aber der Hund schon nicht mehr mit hin, weil das ist ja schon nicht mehr Deichkrone. Habe ich gelesen. Jetzt war gestern, waren wir hier unterwegs mit Paulchen. Da war das jetzt, hört nicht mehr zum Campingplatz, das gehört jetzt hier dazu und zu dem deutschen Regulierungswahn. Und dann war natürlich dem Hund echt bums heiß, weil er auch echt warm war. Und der hat immer schon so, ich würde so gern zum Wasser, ich würde, aber durfte ja nicht. Und dann war da hinten, ungefähr da, wo jetzt so der Zaun ist, so weit entfernt, da war eine Dusche. Da darf er ja nicht hin. Steffi hat sich aber gedacht, ist mir jetzt egal, dem Köter ist warm, der muss sich jetzt ein bisschen abkühlen. Ist darüber. Dann stand da schon der erste Sheriff auf und machte schon. Aber ich dachte, alter Falter, der Hund, der atmet da genau die gleiche Luft wie hier. Der kackt da nicht hin, der pisst da nicht hin. Ey, Wahnsinn. Irgendwann werden wir in unserem Land nichts mehr zu Rande kriegen, weil wir uns nur noch selbst regulieren und diffamieren und ist aber auch egal. Grundsätzlich ist das hier total schön. Und wenn, und das musst du jetzt auch gesehen haben, pass auf, das zeige ich dir mal schnell auf dem Handy. Ich mach mal schnell meine Karte an. Denn wenn du mit Hund hier hinreist, dann hast du ja wahrscheinlich die Frage im Kopf, ja, wenn ich hier, wo soll denn der ins Wasser gehen? Pass auf, das zeige ich dir. Hier, pass auf, ich mache ein bisschen größer. Hier ist City of Cuxhaven. Hier ist dieses Dunen, ja, da bin ich gerade, da wo das Autozeichen ist, da steht mein Auto. Und hier in Döse, also einmal um die Ecke, pass auf, mache ich größer. Hier einmal um die Ecke rum. Hier ist ein Hundestrand, da kann er ins Wasser. Da ist aber nicht so ein richtig schöner Strand, da ist so mit Steinen, die dann natürlich auch schon recht bealgt sind, direkt an der Brandung, zumindest wenn die Flut da ist. Wenn die Flut nicht da ist, kann er schon reinlaufen, weil dann ist das Wasser, hast du ja gerade schon gesehen, 20 Kilometer weit weg. Und zum anderen, hier, pass auf, Cuxhaven im Hafen, da gibt es den kleinen Fischladen. Das ist ein Restaurant, da kann man auch Fisch kaufen, da waren wir gestern Abend. Ey, der Hammer. Dieser Fisch, der war so frisch, also dass der schon warm war, das war ein Wunder. Und preislich super, ordentliche Portionen und super nette Bedienungen. Da haben wir eine Scholle bestellt, habe ich auch nie gemacht, sonst esse ich ja maximal Fischstäbchen. Und dann sagte entweder die Kellnerin oder Steffi, das weiß ich nicht mehr, aber das ist aber der ganze Fisch. Ich sage, wie war der ganze Fisch? Ich will ja nur das Fleisch. Ja, da wäre aber der Kopf noch dran. Ich sage, das ist aber nicht gut, weil wenn damit die Augen noch anlachen, das wäre nicht so besonders zuträglich für meinen Appetit. Haben sie dann das Filet natürlich davon abgeschnitten. Super, hervorragend. Wir gehen nochmal zurück zum Platz und machen ein kurzes
Fazit. Einverstanden? So. War ich nochmal bei dem jungen Mann. Weil wenn sich jemand auskennt, dann ist er das, ja? Habe ich auch nochmal gefragt, was der Preis denn so ist. Das wird ja auch immer wieder gefragt, wenn ich Videos hochlade. Die Preise ändern sich natürlich, ist ja gar nicht, ist ja logisch. Aber komm, wenn es euer Wille ist, dann sage ich es euch. 2 Personen, Wohnwagen, Strompauschale dabei, 24,80. Zack, bin ich ganz ehrlich, finde ich für die, also der Platz ist basic. Machen wir uns nichts vor. Aber für die Lage finde ich das ganz schön gut, es ist Hochsaison. Und hier ist Bums voll. Das finde ich ganz gut. Und ansonsten, pass auf, machen wir das Fazit noch weiter. Mache ich jetzt im Gehen. Carpe diem, sagt man ja immer so schön. Carpe den Weg. Nein, heißt es nicht. Ich weiß. Also, pass auf. Cuxhaven. Grundsätzlich ganz nett hier. Also, da vorne auch da, wo ich vorhin gezeigt hatte, da wo es die Fischbrötchen und da gibt es auch eine Disco und alles so ein Krams und Restaurants. Das ist echt cool. Das ist so richtig so ein Urlaubsding. Urlaubsding. Ob ich jetzt hier, ich ganz persönlich, das muss aber jeder für sich selber entscheiden, 2 Wochen Urlaub machen würde, das hängt mit dem Platz überhaupt nicht zusammen. Sondern ich würde ja, wenn ich am Meer bin, auch gerne mal reinlaufen. Das ist hier gerade so zu Ebbezeit natürlich schwer. Da hast du ja erstmal einen Marathon hinter dir. Wenn du komische Furzgeräusche hörst, dann ist das mein Hund, der mit dem Schwein spielt und das macht so. So, ansonsten finde ich den Platz super preiswert. Also, was er mir gerade erzählt hat, bin ich ganz ehrlich. 24,80 mit 2 Leuten und Strom und Blau und Sülz. Finde ich gut. Ansonsten ist das hier alles okay. Die Sanis sind super sauber, die sind super groß. Ja? Also hast du gesehen, das reicht locker hin für diesen recht überschaubaren Platz. Und hier in der Umgebung kannst du natürlich super viel machen. Ob du nach Cuxhaven reinfährst oder hier vorne in diesem Stadtteil bleibst, alles entspannt, kannst du schon eine Menge machen. Da ist auch Minigolf, haben wir gesehen, und 1000 Sachen, was so Touri-Orte mit sich bringen. Und natürlich Wattwürmer angucken. Den ganzen Tag kannst du Wattwürmer angucken. Oder aber weiterfahren, so wie wir. Und das mache ich jetzt, damit ich dann nämlich auch dann das nächste Video direkt schon drehen kann, an dem Platz oder auf dem Platz, auf den wir uns jetzt gleich bewegen werden. Vorher sage ich aber zu dir, ey, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses kleine Video. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Ich bin weg, euer Stefan. Tschüss. Pusch.